Herzlich willkommen zu ESB Insight, dem Partnermagazin für das ESB-Netzwerk. Und bei mir zu Gast heute ist Carsten Kramer von Borussia Dortmund. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich habe keinen Grund, mich zu beklagen. Hallo. Normalerweise ist meine allererste Frage immer, was der jeweilige Partner macht, dass er sich beschreibt. Bei Borussia Dortmund, glaube ich, müssen wir das nicht, da wissen wir das alle. Aber die Frage, die sich mir aufdrängt, wieso ist Borussia Dortmund ESB-Partner? Naja, weil die ESB eine interessante Plattform bietet, andere Unternehmen aus der Welt des Sponsorings kennenzulernen, Dienstleister kennenzulernen und auch in einer sehr speziellen Welt die Vorzüge von Borussia Dortmund quasi einer Fachwelt vorstellen zu können, ist dann eine Chance, die wir uns als Borussia Dortmund nicht entgehen lassen wollten. Und das ist der Grund, warum wir, ich weiß gar nicht, jetzt im zweiten oder dritten Jahr Mitglied der ESB sind. Jetzt stellt sich sicherlich die Frage für viele Partner auch, wie kann man mit Borussia Dortmund möglicherweise auch kooperieren? Denn es ist ja durchaus Kennzeichen des Netzwerks, dass man Kooperationen findet, dass man mit anderen Partnern zusammenarbeitet. Wo bietet Borussia Dortmund da Möglichkeiten für andere Partner, da aktiv zu werden? Also ich beziehe es erstmal nur auf uns, was unser Nutzen ist. Also für mich persönlich merke ich an so einem Tag wie heute wieder, es ist einfach interessant, mit anderen Menschen aus dieser Welt zu sprechen. Das ist erstmal ein Mehrwert. Und ich hoffe, um auf die Frage dann zurückzukommen, dass wir eben im Gespräch auch für andere einen Mehrwert darstellen können. Und dann gibt es natürlich unheimlich viele kreative Unternehmen, kreative Menschen, Dienstleister, die die Möglichkeit haben, auch ihre Angebote Borussia Dortmund zu präsentieren. Denn wir können gar nicht alles in-house abdecken. Und wenn jemand eine gute Idee hat, dann sind wir so offen, dass wir uns diese auch vorstellen lassen, und das ist eine Chance, die, glaube ich, Borussia Dortmund bietet. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mit Marken, mit Unternehmen, die Mitglied der ESB sind, vielleicht auch mal Gespräche ganz anders zu führen, als wenn man über eine klassische Kaltakquise versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gibt es da konkrete Projekte, wo Partner durchaus aktiv werden sollten? Würde ich jetzt, ich bin ja kein Versicherungsvertreter, der quasi die Police schon immer dabei hat, weil er den Schadensfall kennt, würde ich so pauschal nicht sagen. Ich habe das vorhin auch hier im Foyer gemerkt, ich persönlich laufe offen und aufgeschlossen durch die Räumlichkeiten. Wenn jemand eine gute Idee hat, soll er uns ansprechen. Wenn er uns was verkaufen will, ist das legitim. Es muss halt zu Borussia Dortmund passen und wir müssen einen Bedarf haben. Und wenn den Bedarf ein Mitglied der ESB wecken kann, warum nicht? Also wir sind ergebnisoffen auf solchen Veranstaltungen zugegen, und ein Netzwerk zeichnet sich dadurch aus, dass man sich von den Gesprächspartnern eben auch überzeugen lässt. Dann halte ich fest, Carsten Kramer von Borussia Dortmund ist offen für jeden ESB-Partner, wenn er denn dann eine wunderbare Idee und einen Kooperationsansatz sieht, sich zu melden. Es wäre gut, wenn er sich zuvor die Frage stellt, was der Nutzen für Borussia Dortmund sein könnte. Wenn er den mit dabei hat und uns den sehr prägnant, ohne eine PowerPoint-Präsentation mit 20 Charts halten zu müssen, uns aufzeigen kann, kommen wir sofort ins Gespräch. Also Win-Win-Situation für alle. Das ist sowieso das, was wir ja im ESB-Netzwerk auch irgendwo anstreben. Ja. Wunderbar, das war es schon wieder von meiner Seite. Vielen Dank, Carsten Kramer, dass du heute bei uns warst. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen mit ESB Insight, dem Partnermagazin für das ESB-Netzwerk. Wiedersehen.